Ich kam nach Mannheim zuerst in 1969, als ich 19 war. Und mein Vater war ein Soldat. Er war Chef von dem Krankenhaus hier in der Village. Und in diesem Sommer 1969, ich kam nach Mannheim, meine Eltern zu besuchen. Und er hat dann in der Grand Circle gewohnt, in der Offizierssiedlung. My name is Larry Scavone. I was the Director of Public Works in Mannheim for many years. In diesem Fall war ich verantwortlich für Bau, Planung und Wartung für dieses Gebiet in Mannheim. Mannheim war ein sehr großer Militärstandort. Benjamin Franklin Village war die Wohngebiet für die Soldaten und die Familie von den Soldaten. Über 10.000 nur in diesem Gebiet in Benjamin Franklin Village. Der war Tage, wenn ich dann hier auf die Straße könnte man in Kontakt mit tausenden Kindern kommen. Der war überall. Mutter, Vater, Kinder, Hunde. Eine Stadt mit Leben. Ja, ich bin Architekt von Beruf, habe Architektur studiert in Amerika. Wenn man baut, ist es für Menschen. Und wenn man baut und es ist keine Menschen, dann hat es keine Bedeutung. Wenn ich jetzt diese Gebäude anschaue und es ist kein Mensch da, das ist doch seltsam. Mal gucken, ob die Katzen alle da sind. Seit 20 Jahren fahre ich schon hier rein, im Tierschutzverein ehrenamtlich tätig und betreue die Katzen, die die Amerikaner zurückgelassen haben. Ich bin auch selbst mit einem Amerikaner verheiratet, den ich auf der Arbeit kennengelernt habe in Mannheim, als ich noch in der Turley-Kaserne gearbeitet habe. Schon irgendwie traurig zu sehen, dass das alles so in den Bach runtergeht. So, jetzt wollen wir erst mal gucken, was meine Mannschaft hier alles gefressen hat. Ich glaube, das ist was, das ist so mein, das gehört zu meinem Leben. Die Tiere gehören einfach zu meinem Leben. Macht mir auch viel Spaß. So, das ist so, das kostet ja Geld, wenn man die Katzen mit nach Amerika nehmen muss. Dann haben sie kein Geld, die Tiere zu impfen. Dann lässt man halt die Katze mal laufen. Ist ja ein schönes Gelände hier, ne? Ja. Und einmal draußen und unkastriert, dann hat man den Salat. Das geht ganz schnell. Oh, du musst doch nicht wegrennen. Komm, komm, komm her. Fein, gell? Lammgulasch mit Soße.
Lecker. Wenn ich über Franklin rede, denke, Gespräche führe oder auf dem Gelände bin, dann weiß ich ziemlich genau, was für Bilder beim anderen im Kopf sind. Und die Schwierigkeit ist, ich würde, wenn ich ganz ehrlich bin, zuerst mal die Bilder rauskriegen, weil es fast immer Klischees sind. Ein Klischee, ach, die Wohnungen sind toll, da kann man morgen einziehen. Technisch falsch. Andere Klischee, ach, was ein Schrott, monoton, eintönig, abreißen, neu bauen. Sag ich, Gottes Willen, keinen geschichtslosen Ort. Hier muss man gerecht werden dieser Geschichte, die eben genau nicht ein braches Neubaugebiet ist, wo man anfängt neu zu planen, sondern man geht hier in Geschichte rein. Und es gibt auch ein Stück weit Kraft, dass hier nicht Beliebiges passieren kann. Wir sind nicht auf dem Reißbrett, wir sind mitten in der Geschichte und müssen sie umwandeln. Ja, 35 wäre gut, denn ich glaube, wir sollten eine Sicherheitsmarge einplanen, weil die anderen alle auf uns warten und deren Nervosität wollen wir uns ersparen. Also, wäre prima, ich organisiere das. Alles klar? Bei Franklin haben wir gesagt, da geht es um eine Siedlung, die Mannheim entweder stagnieren lässt, so nach dem Motto, ein paar Quadratmeter mehr, oh Gott, wie kriegen wir die los, wie verkaufen wir die? Oder explodieren lässt, wirklich in das neue Jahrhundert. Und das Explodieren hieße, für eine neue Generation so bauen, wie es zukünftigen Wohn- und Lebensansprüchen entspricht. Und das ist, glaube ich, definitiv anders als, vorsichtig formuliert, manche noch in der Stadt wohnen. In ein rosa Haus wolltest du? Ah, jetzt gehen wir mal in das weiße Haus. Guck mal hier. Und danach ins Rosa-Haus. Wenn man so ans Ende des Studiums kommt, ist halt so die große Frage, geht man nach Berlin oder geht man nicht nach Berlin? Und wenn man dann nicht nach Berlin geht, dann ist es auf einmal egal, wo man hingeht. Ja, dann kann man so überall hingehen. Und ich wollte immer Richtung Ruhrgebiet und habe dann aber Mannheim kennengelernt und fand Mannheim noch spannender wie das Ruhrgebiet, weil es ähnlich von der Struktur ist, aber noch nicht so weit in der Entwicklung. So, zack, jetzt können wir mal hier rein, komm. Irgendwann fing das an mit dem Konversionsprozess und das Büro trägt es ja auch schon nah zu den Bürgern ran, macht da relativ viel. Und seit dem Punkt sind die mich eigentlich nicht mehr losgeworden. Also ich war dann doch relativ schnell beim Hummel auch gesessen. Und dann kam eine Ausstellung, wo ich einfach eine Halle gebraucht habe, um für eine Ausstellung produzieren zu müssen oder zu dürfen. Papi, was ist unsere Klingel? Die Klingel mal hier unten. Warum? Ja, guck. Ah, vielleicht ist jemand da, komm. Ich habe da einfach die Konversionsluft geschnuppert auf dieser ersten Fläche und eben erlebt, wie die Umwandlung, wie rasant es geht. Ne? Also ich kam gar nicht hinterher in der kurzen Zeit, das alles zu verarbeiten, was man da hätte machen können. Ne?
Bäder sind hier alt in der Wohnung. Ja, jetzt bin ich schon froh, dass wir jetzt hier sind, auf Franklin sind. Und die Wohnsiedlung hier, ja, ist einfach super. Ist einfach genial. Also ist echt schade, dass so viel abgebrochen wird. Ja. Der Duft ist noch da vom Club. Da konnte man das Geld wechseln. Hier war eine große Garderobe, der Essbereich, die Küche, die Bar. Hier waren immer diese Bingo-Abende. Kein Licht, gell, oder? Top Hat Casino. Da konnte man spielen. Da waren Spielautomaten. Es riecht aber irgendwie so noch, irgendwie habe ich wie so den Geruch von Uniform noch in der Nase. Ich weiß auch nicht so. Ich habe für meinen Mann immer die Stars and Stripes gekauft und habe hier dann, wenn ich die Dollar hatte, habe ich hier immer die Münzen dann gewechselt. Dann konnte ich draußen am Automaten die Zeitung kaufen. Ich war oft hier, ja. Hier war ich sowieso oft. War eine schöne Zeit, ja. Gewonnen. Hello. Das ist sehr gut. Das ist sehr schön, Ihnen kennenzulernen. Ja, yeah. Same for me. Yeah, so I see your picture everywhere. Ja, right? That's what I heard. Yeah, that was a bit amazing that they are that they put it around. Yeah, and that that's good. Yeah. Und Sie, wir duzen oder wir sehen? Du, wir duzen. Ja, dann ist es auch einfacher. Das ist auch ein bisschen amerikanisch. Das ist in Ordnung. Ja, ich finde es gut. Yeah. Ja, ich traue mir von einem Ort, das etwas Merkwürdiges ist. Wegen in diesem Überlagerung von der Geschichte, die hier geschehen kann. Und wegen auch vielleicht hoffentlich wegen einer exemplarischen Haltung oder einer mutigen Haltung, um zu leben mit Geschichte. Das würde mein Traum sein, um das in 20 Jahren zu sehen. Wie viel hat das gekostet insgesamt? Haben Sie einmal wir haben ein Budget nur für Mannheim. Ja. Also unser Budget für Bau und Planung und Architektur und alles, also Instandhaltung von den Gebäude, war im Jahr 80 Millionen Dollar. Okay. Ja. Ja. Das ist wie ein kleiner Stadtteil. Nun rede ich mit dem Stadtplaner von diesen 30.000 Leuten. Glücklich war ich noch hier, wenn es noch Leute gab. Und dann habe ich gesehen, wie man hier lebt. Und heute ist es dann ja, ein Ghost Town. Und das hat auch eine Schönheit eigentlich. Das hat ein Gefühl von Erwartung. Eigentlich mehr von Hoffnung dann von Despair. Diese Gebäude haben eine etwas historische Bedeutung. Ja, das heißt, der Militär ja. war hier. Ja. Diese 70 Jahre, ja. Also Deutschland ist ein sicheres Land ja. durch die NATO-Präsenz ja. ja. und die Soldaten von Amerika haben ihr Leben dann ja. Ja. Für Frieden gegeben. Ja. gegeben. Ja. Und die haben hier gewohnt. Das ist auch ein Symbol. Ja, es ist ein Symbol. Ja. Und deswegen sollte ein paar von diesen Gebäude bleiben. Dann, weil in der Zukunft, wenn alles weg ist, ja. dann hat man gar keine Ahnung. Nee. Dann ist, wenn alles weg ist, dann sind die Landmarks weg. Ja. Also, ja, ich verstehe auch, dass alles, was man tut hier, ist immediately symbolisch. Ja, ja. Ja, es ist schon, also, es tut einem schon weh, gell, das, was hier alles abgerissen wird. Hier ist die Disco. Also da mit dem muss man auch irgendwas machen, gell?
hier mit dem Tunnel. Boah, hier kalt drin. Schon eine ratzige Bude, gell? Auch, ich meine, guck mal, du kannst hier durch die Häuser, du kannst überall durchschauen. Die haben keine Zäune gehabt, ja? Du brauchst nur mit dem Rasenmäher durchfahren. Die ganze Fläche ist so günstig von der Wartung her, wie das konzipiert ist. Oh wow. Ja. Oh wow. Ja, und da waren wir, das ist die Schule hier. Ja. Dieser Platz der Freundschaft haben wir auch gebaut, ja, geplant. Wir wollten, dass die Soldaten hier sich zu Hause fühlen. Ja. Die waren weg von Amerika. Ja. War nicht so leicht. Viele Soldaten kamen hier, die sind weg zum Krieg. Und die Frau und Kinder sind hier geblieben. Das heißt, die mussten dann etwas mehr haben. Okay. Ja. Aber ich nehme auch ein Foto von dich. Mit diesem Zeichnen. Das finde ich fantastisch. Aber du bleibst hier in Deutschland? Ich bin jetzt hier in Ruhestand, bleibe ich hier. Ja. Ja. Ist schön hier. Wir haben 20 Gebäude abzubrechen. Hier sind wir im marginellen Abbruch tätig. Gebäude 696, der Jugendclub. Wir haben begonnen mit der Wache und mit dem Getränkeshop. Der Kindergarten 742, das Gebäude. Und der erste amerikanische Wohnungsblock ist auch schon gefallen am Gebäude 695 und der nächste folgt in der nächsten Woche, das Gebäude 689. So, die Hauwerke, die hier liegen, das war das erste Gebäude, 695. Hier sieht man schön, der Schrott wird schön separiert, ausgebaut. Einmal steht hinten dran eine Brecheranlage, wo das Material gebrochen wird auf eine Körnung 060. Läuft über eine Siebanlage in zwei Fraktionen, einmal in einem 032 raus und vorne ein Grobschlag raus. So, hier sieht man es jetzt schön.
drei Mitarbeiter tätig, die praktisch die Vorarbeit machen, Mobiliar raus, die Kunststoffe raus, beziehungsweise die Lampen und die Kondensatoren raus. Aber man sieht's, man muss auch mit Gewalt rangehen, damit man das gute Münsterholz auch zerkleinern kann und ordentlich in Container kann abwehren. Ist aber schon ein Wahnsinn, wenn das so verlassen hier alles wirkt, gell? Das ist gigantisch. Wenn man sieht, wie viele Leute hier mal gewohnt haben drin und diese Ruhe hier drin jetzt ist. Ich schläg dann los. Also, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Entscheidungsträger, mich persönlich verbindet ganz viel meine ganze Kindheit und Jugend mit dem Benjamin Franklin Village, denn ich bin in Käfertal geboren. Ich habe früher selber in Benjamin Franklin gearbeitet, an den Sullivan Barracks. Fürs Franklin Village wünsche ich mir, dass es vor allem junges Wohnen fördert, weil ich mir wirklich vorstellen kann, hier auch später mit meiner Familie hinzuziehen und dort zu sein. Ich wünsche mir für Franklin, dass man an die Künste denkt. Unsere Bürgerbeteiligung besagt, dass wir zuerst in eine grundsätzliche Ideensammlung gehen. Das heißt also nicht die Nachbarn fragen, wer hättet ihr es gerne, die wollen ihre Ruhe, sondern eine grundsätzliche Ideensammlung eines modernen Mannheims. Auf jeden Fall wenige Zäune, grün, viele Spielplätze. Basketballplätze, Tennisplätze. Ich hätte gern, wenn es Platz gibt für uns alle, dass wir eines Tages begegnen. Durchmischt über die Geldbeutelgrenzen hinweg. Und ich wünsche mir für Franklin, dass es ein möglichst bunter Stadtteil wird, in dem alle Menschen eine Möglichkeit haben zu leben und in dem es wieder bezahlbaren Wohnraum gibt. Ja. Seinerzeit entnehmen wir dem daraus den Auftrag, da bin ich relativ stolz drauf, dass die Entwicklungsgesellschaft sich im Prinzip zuerst mal an diesen Auftrag hält, wie macht man ein buntes, internationales, interessantes Franklin oder Stadtteil? Wie erhalten wir die Namen und vieles andere mehr? Also Bürgerbeteiligung ist ja nicht immer nur, dass man sozusagen 100 Bürger zu Wort kommen lässt und irgendwas Nettes für sie tun, sondern dass man eine spezielle Frage auch erforschen lässt. Könnte das jetzt klappen mit der neuen Mobilität? Wer rechnet uns das aus mit der Energie? Wie kriegen wir das hin, dass es interkulturell bunt wird? Das sind komplizierte Fragen. Wir werden versuchen, alles, was man noch gebrauchen kann, vor dem Abbruch zu veräußern und versuchen jetzt, die Bürger zu finden, die eben so einen tollen Boden brauchen hier. Das ist ein belgisches Produkt, wird gebraucht für 4-5 Euro gehandelt. Wenn wir die für 2,50 verkaufen, dann haben wir hier schon 12.000. Die ersten 12.000 Euro für den Franklin Store. Papa, da! Siehst du das? Ja, genau. Also die sind auch zu haben. Da den Raum, den Raum. Der. So, das ist der Waschraum gewesen. Da gibt es noch alte Waschbecken. Die können wir auch versuchen, jemanden zu finden, einen Liebhaber für zu finden. Guck, hier waren die Waschmaschinen. Und dann gibt es noch so ein paar Handwaschbecken. Ja, die sind jetzt nicht so schön, da gibt es schönere in anderen Häusern. Die Idee ist, dass wir eben Leute einladen, sich das auszubauen, was sie brauchen. Man kann hier die Türen ausbauen. Mit inklusive der Zargen, die sind nicht ausbetoniert hier, das ist oft so. Man kann in der Küche alle Oberschränke und Unterschränke aufbauen. Man kann die Küchenplatten abschrauben, die sieht man hier. Das ist 4 cm Birke Multiplexplatte. Und es gibt Badezimmer Oberschränke, Unterschränke mit Waschbecken, die sind alle leicht zu demontieren. So.
Soll ich die Flasche aufmachen? Ja. Da. Das ist ein ganz klares Zeichen der Konsumgesellschaft, dass man eben so lieber neu produziert oder darauf achtet, dass neu produziert wird, anstatt darauf zu achten, dass die Leute selbst zugreifen können, die es auch nötig haben, eben dann für wenig Geld sich so eine Palette zu kaufen oder eben so eine Küche mit nach Hause zu nehmen. Ja. Die Schwierigkeit besteht darin, dass wir die Dinge gerne gleichzeitig machen. Und das ist ein grundlegender Unterschied zu 80% der Stadtplanungsprojekte, die es sonst gibt. Wie interessiere ich jetzt eine Mutter, die bei Lidl arbeitet, dafür, dass sie hierher zieht, wenn sie nicht um 7 Uhr ihr Kind abgeben kann? Nur wir erreichen einen Kindergarten, der um 7 Uhr öffnet, bevor überhaupt Kinder da sind. Dies führt dazu, dass wir uns als Entwicklungsgesellschaft in einem Viereck bewegen. Dieses Viereck sind Investoren, das ist Stadtverwaltung, das ist die Bürgerbeteiligung und das ist sozusagen der politische Prozess, wo wir uns auch dem Unterausschuss regelmäßig stellen müssen. Man muss sich im inneren Bild vorstellen, wie es sein könnte, nicht wie es ist. Wie sieht in Zukunft, das ist immer die Kraft der Vision, nicht heute, wie sieht in Zukunft eigentlich vielleicht ein Verkehrsverhalten gemeinsam aus? Wer hat die letzten 8 Tage ein Amazon-Päckchen bekommen? Niemand! Völlig untypisch. Heute ist die Welt alles kompliziert geworden. Was hat es für Folgen, Amazon? Heute plant man Siedlungen mit zentralen Paketabnahmestationen. Das klingt alles toll, der Briefkasten, die Abnahmestation, das Trafohäuschen, den Feuermelder. Und um das zu planen, müssen Sie aber ganz, ganz früh, Jahre vorher überlegen, was könnte man in 3 Jahren darauf brauchen. Dann wird es komplex. Ich versuche den Ausdruck Komplexität eigentlich zu vermeiden, aber es ist unendlich komplex und wenn ich ganz ehrlich bin, und ich habe einige Jobs hinter mir. Es ist mit Abstand die komplexeste Aufgabe, die ich hatte. Die Maske, die lag im Keller hier. Ist noch ein bisschen nass, die muss noch trocknen. Sonst würde ich sie aufziehen. Die. Genau, unser Maskottchen. Hier. Die Zahnklinik, die ist offen heute. Hier eine Handy-Telefonzelle. Ist auch geil, das Teil, ne? Waschbecken, Theken. Sowas zum Beispiel. Ah, guck mal, hier ist die Küche, hier. Also ist der absolute Hammer. Die sind auch super, ist doch der Hammer, ne? So, hier ist die Küche, da ist schon der Zylinder draußen, schon verkauft, 5 Euro. Was wollen wir mit dieser Verbindung zwischen Offenbarkeit und Privatgebieten? Und was wollen wir mit diesem Tausende von Spielgeräten? Das Schöne von Städtebau und Architektur ist, dass man zusammenarbeiten kann und dann, dass man etwas machen kann, was man noch nicht kennt.
das Unbekannte, das zu gestalten und dort auch Enthusiasmus darüber zu kreieren. Ich denke, das ist das Emotionalste, das man sich denken kann. So, zu mir ist natürlich Mannheim ist für mich mehr und mehr doch ein Zentrum für viele von meinen Bewegungen. Zwischen Amsterdam und Rom und Paris und Wien gibt es eigentlich nur ein Zentrum. Das ist. Die Wohnung da oben, die da mit der Dachterrasse, die hätte ich gerne. So sagt man doch sofort irgendwie, ja, da will ich hin. Also einmal hatten wir mehr oder weniger drei Typen Wohnungen und das in einer riesen Stückzahl. Und wenn ich die an den Markt gebe, dann kann ich genau sagen, da kommt auch genau spezifisch nur ein ganz kleines Segment an Menschen, die sagen, das ist genau passig für mich. Aber dann habe ich genau dieser ganz schmale Ausschnitt von Menschen, die ich anziehe und damit aber auch andere, die ich garantiert nicht anziehen werde. Ich kann mittelbar auch sehr stark steuern, natürlich, welche Einkommensschichten werden hier wohnen. Das kann ich natürlich, wenn ich hier nur noch Villengrundstücke ausweise, dann kriege ich ungefähr die Leute, die jetzt am Halbhöhenhang die Villa bauen wollen, dann kriege ich die alle hierher, aber sonst keinen. Das wäre bestimmt auch nicht das, was richtig ist. Also es geht sicherlich darum, dass man in einer komplexen Gesellschaft guckt, dass es städtebaulich so zusammengeht, dass alle sagen, ja, das ist mein Stadtteil. Das darf keine Insel der Glückseligen sein, sondern das soll ein Stück Mannheim sein. Passen würden, wäre es ja in unserem Sinne.
Der zuständige Ausschuss in Mannheim, der AUT, kümmert sich um die Bebauungspläne. Und ganz wichtig, wenn ein Bebauungsplan bei Franklin jetzt wirklich konkret wird, reif wird, klar wird, festgelegt wird von der Art der Straßen, von der Art der Häuser, dann muss er offiziell in den Ausschuss und muss im Ausschuss gebilligt werden, damit er dann angehört werden kann, also Bürgerbegehren und Einsprüche etc. Das heißt, dieses Verfahren wird jetzt eröffnet. Das zweite, das Thema mit den Hochpunkten, auch da ist ausgeführt worden. Es ist bis jetzt quasi die Fläche und die Höhe festgelegt worden. Das war ja in der Präsentation im Reichs-Engelhorn-Museum von Home sozusagen, aus vier Buchstaben, aus vier Hochpunkten die Rede. Auch da sage ich jetzt mal, wenn ich Spinnenaltkäferdelle, wenn ich das dort jemand erklären soll, da stehen Buchstaben auf einmal als Gebäude bei 48 Meter Höhe, sagt jeder, ihr habt sie nicht mehr alle, sage ich ganz deutlich. Das kann man verschieden sehen, Herr Spronagel, wie ob die Menschen sagen, ihr habt sie nicht alle bei Buchstaben. Ich würde sagen, ich kenne mehr Menschen, die sagen, ihr habt sie nicht alle, wenn ihr einen klassischen Hochbau macht, der alten Prägung und Kasten. Sondern die Frage ist tatsächlich, wie kann man etwas machen, was diese Einzigartigkeit von Franklin sichert. Mir geht es nicht darum, dass ich sage, es gibt Stimmen für die Achse, gegen die Achse, für die Buchstaben oder nicht. Nur wir sind die gewählten Vertreter der Bevölkerung und müssen es dann erklären. Wir müssen es nach außen vertreten. Und wenn wir als Stadtrat, das nehme ich für jeden Einzelnen, der hier sitzt, in Anspruch, der wird gefragt, wie konntet ihr sowas zulassen oder warum ist das so gebaut? Mir ist wichtig, dass wir den Bebauungsplan wirklich in die Ordnung haben. Nee, das ist klar. Das ist ja 1A-Qualität. Zum Verpacken ist das super. Also es ist 8 mm Filzplatten sind das. Das ist eigentlich richtig gutes Material. Ich glaube mal, zum Verpacken oder so werden wir schon noch ein paar Rollen gebrauchen. Dann machen wir gleich die nächste Horrorbahn da hinten. Ne? Vasili! Hallo? Vasili ist wo? Vasili. Unten? Ja, ja. Gut, alles klar. Und hast dein Loch vorne zu? Gut gemacht, sehr gut, läuft. Vasili ist hier? Ja, was jetzt hier in dem Straßenkörper drin liegt, sind die ganzen Betonsohlen, Fundamente von den jeweiligen Gebäuden, die wir schon abgebrochen haben, sind hier schon drin.
Es war heute ein schöner Tag. Wir haben diesen Workshop mit dem Oberbürgermeister, mit der Stadt, mit das Qualitätsteam, mit allen Investoren hier, um zu reden über die Möglichkeit, dies zu gestalten. Ich glaube, dass es ein unglaublich wichtiger Moment war, um Enthusiasmus zu geben, um zu verstehen, wie die Politik heute umgeht mit der Zukunft dazu. Es war ein Moment, um, sag mal, auch darüber zu reden, über Mut in der Architektur, um das hineinzubringen. Nicht nur alte konventionelle Elemente zu. Es war auch ein Moment, um zu reden über die, wie viele alte Gebäude, wie viele neue Gebäude machen wir darin. Ich spüre heute mehr Gemeinsamkeit dann bevor. Es beginnt mit dem Wort 1 Milliarde Euro Hochbauinvestitionen. Und zwar nicht irgendwann. In den nächsten wenigen Jahren. Es beginnt mit 8000 Menschen. Das hat es so in Mannheim in der Form noch nie gegeben. Wir reden also von Größenordnungen, die zumindest addiert immens sind. Aus diesem Grund erweist sich heute besonders, was wir seit 4 Jahren gemeinsam planen, nämlich auf gar keinen Fall eine monolithisch einfache, eindimensionale Lösung. Weder ein Investor noch eine einzige Planung, sondern ein hochdifferenziertes Planungswerk mit 20 Investoren verschiedener Art. Es soll hier ein ganz neuer Stadtteil mit 6.000 bis 8.000 Einwohnern entstehen. Und zwar ein Stadtteil, und da fängt es schon an, die politische Kontroverse, ein Stadtteil nur für diejenigen, die relativ hohe Mieten und hohe Preise für Eigenheime, Villen und sonstige Dinge erwerben wollen und zahlen können. Oder soll es ein Stadtteil werden, wo sich die Struktur der Stadt Mannheim insgesamt dann auch auf diesem Stadtteil widerspiegelt? Mit Herrn Jutt von der MWSB zusammen haben wir regelmäßig die Investorengespräche. Die Investorengespräche haben ebenfalls ein bundesweites Unikum, nämlich dass wir ein Zertifikat haben für dieses Gelände, das wir erstellt haben, damit wir über Qualitäten mit unseren Investoren reden, wo sie im Bereich der Architektur, im Bereich des Grüns, im Bereich der ganzen inklusiven Qualität auch von Menschen, zum Beispiel mit Behinderung, barrierefreien Wohnungen, ihren Beitrag leisten. Wir sind eigentlich sehr selbstbewusst, dass auf Franklin die größte Wohnungstypologiebreite von Mannheim zu entstehen kommen wird. Der Architektenwettbewerb ist gelaufen, also sind Fragen zu stellen. Die Ergebnisse sind verheerend aus meiner Sicht, wenn sie so kommen wie angedacht, weil das, was die vorhaben hier, eine Verdichtung, Abriss erstmal der Hälfte und dann eine Nachverdichtung aufs Dreifache der ursprünglichen Belegung, ist angesichts auch der Grünsituation und des Bedarfes, den wir in der Stadt haben an Wohnen im Grün, so wie mein Vorredner gesagt hat, unabdingbar. Was dann kommt, ist eine ganz öde Siedlung, wie wir sie alle haben. Und Sie können sich vorstellen, hier der ganze alte Baumbestand wird weg sein. Und das, dagegen werde ich mich mit Sicherheit wehren. Danke. Wir setzen uns dafür ein, dass die Offizierssiedlung, anders als die Stadt es zurzeit geplant hat, in der gegenwärtigen Form so erhalten bleibt, wie sie ist. Das bedeutet also kein Teilabriss, keine Nachverdichtung und vor allem keine Vernichtung von 70% des alten Baumbestandes hier. Sie werden jetzt die Möglichkeit haben, 2 Häuser sich anzuschauen. Jeder, der hier Interesse hat, der später einmal etwas zu erwerben, der sollte, glaube ich, wissen, auf was er sich einlässt und was so die Grundbedingungen sind. Also hier draußen wohnen ja nicht sehr viele Leute. Das sind vielleicht auf dem Stück dahin nach hinten, ich habe es nie gezählt, aber 20 Häuser, 20 Familien ungefähr und nochmal 8 am Teufelsberg hinten. Hier hat sich zwischen den Nachbarn, unter den Nachbarn eine kleine Bürgerbewegung gegründet, die fernab von irgendwelchen politischen Zugehörigkeiten, ich bin ziemlich sicher, dass man hier das komplette politische Spektrum in der Straße vertreten findet oder zumindest fast das komplette, zusammengeschlossen hat, um deutlich zu sagen, dass die Pläne der MWSP speziell für die Offizierssiedlung uns nicht behagen, dass wir sie für falsch und in ihrer Durchführung für unbegründbar halten. Eine der Nachbarinnen hier bezeichnet diese kleine Siedlung ganz gern als scherzhaft, als Insel der Glückseligen. Wir leben hier seit Jahrzehnten so ein bisschen fernab vom Schuss, kein Mensch kümmert sich um uns.
hier ist auch irgendwie jahrzehntelang nichts gelaufen, was Infrastruktur angeht. Das war aber okay so, weil das hat schon so ein bisschen die Atmosphäre von einer autarken, irgendwie nur so halb zugehörigen Siedlung. Ich bin ja ein alter Geschichts- und Kartenliebhaber und von der Identität einer Stadt her, daher beginnt es erstmal mit der Verblüffung, dass diese Karte nicht ganz Mannheim hat, sondern den Norden von Mannheim. Und es wird nochmal deutlich, je nach Perspektive, dass ein riesiges Gebiet ist, das so groß ist wie die Innenstadt. Und dieses riesige Gebiet wird nun nicht nur entwickelt, sondern das riesige Gebiet wird plötzlich wie in einer Art Kreislauf-Blutschlag-Adersystem dieses Gebiet auch sozusagen bedienen. Es werden plötzlich viel mehr Menschen auf der Linie fahren. Es werden mehr Menschen rausfahren ins Gelände. Es werden mehr Menschen in Käfertaler Wald gehen. Es wird auf dem Gelände interessante Dinge geben. Franklin wird sich sozusagen eingemeinden nach Mannheim, aber auf eine neue und qualitative Art. Selbstverständlich ist mir klar, dass es in einer Bürgergemeinde immer ein Spannungsverhältnis zwischen Partikularinteressen und Gemeinwohl gibt. Aber das ist natürlich eine Abwägungssache. 30 bis 70 Telefonate habe ich am Tag. Ist echt unglaublich. Mhm. Gut. Bis gleich. Ja. Tschüss. So, hier ist die Familie. Oh, die Familie Wolfsdorf. Am Arbeiten. Gut. Die zwei Lampen, was kosten da eine? Ja, die nehmen da mit einfach. Gut. Ja, genau. Okay, super. Mhm. Jeder, der in so ein Haus reinkommt, steht davor und kann das einfach nicht fassen, was da jetzt alles in die Tonne kommt. So eine Metallbutze habe ich auch schon verkauft. Mit kaputtem Dach für 150 Euro. Die Leute, die können schon alles gebrauchen. Ich meine, das Schöne ist, das ist wirklich viele jetzt diese Privatleute, sind halt alle Leute, die haben es gerade geschafft vor ein paar Jahren, irgendwie sich ein Haus zu kaufen, ja, und haben halt hier so einen riesen Fundus, können sich das Häuschen schöner machen, schmücken. Das ist schon schön, ja, das macht schon Spaß dran. Wenn man richtig merkt, wie glücklich die Leute sind mit den Sachen, die sie hier wegtragen, ja. Hallo. Der Westen hatte mir gesagt, oder gesagt, dass ich eventuell noch ein paar Schubladen aus den anderen zwei Blöcken mitnehmen könnte für meine, ja, Schränke. Genau, weiß ich Bescheid. Kann man noch einmal 6 Schränke mitnehmen für 100 Euro? Ja, okay. Geil. Gut. Ihr seid die Retter. Danke. Tschüss. Bis gleich. Die bauen sich eine Scheune irgendwie als Werkstatt aus und haben die haben sich ein paar Einbauschränke geholt. Die Entwicklung unserer eigenen Planung ist so turbulent, wie ich selber noch kaum erlebt habe. Und zu dieser ganzen dynamischen Entwicklung, die so kompliziert wird, weil wir die Kaufverträge nur ganz mühsam hinbekommen, kommt nun quasi die Weltpolitik pur. Und innerhalb von wenigen Tagen sind auf diesem Gelände, ich sage mal, 6.000 Flüchtlinge aus allen Herren Ländern und prägen natürlich das Bild völlig anders. Und wir versuchen, einen komplizierten Kompromiss hinzubekommen, diesen Menschen gerecht zu werden und gleichzeitig aber diesen Wohnungsbau trotzdem so hinzubekommen. Thank you.
sage Ihnen offen, wir wissen heute nicht, ob wir es durchhalten. Und eines ist uns klar, wenn aus der übergeordneten Notsituation Franklin 3-4 Jahre ganz als Flüchtlingsunterkunft mit noch viel mehr tausend Menschen genutzt werden müsste oder würde, wären die Investoren weg und die Planung müsste bei Null anfangen. Ich bin, genannt werde ich der Hausverwalter. Ich fühle mich eigentlich mehr der Hausmeister. Ich bin so das Mädchen für alles. Momentan eher mehr Sicherheitsdienst wie alles andere. Mache Gebäude auf für Investoren. Kümmere mich halt so im Prinzip auf einen kleinen Dienstweg. So das Bindeglied zwischen Baustelle und Büro. Ich kenne mehr Kumpels wie ich, Besatzungskinder sind oder Mischlingskinder, die ein Teil Mutter oder Vater ein Soldat war. Da kenne ich schon recht viele. Und im Bekanntenkreis sind es mindestens 15, mindestens. Die im Prinzip gleiche Konstellation, weiße Mutter, schwarzer Vater. Das gibt es sehr oft in Mannheim. Und wie in die Kaserne rum siehst du an die Kinder. Eine meiner Aufgabe ist, die Briefkäste demontieren und die Füllungen rausholen. Und da sind halt unzählige Mahnungen drin, Vaterschaftsklage, also da ist wirklich alles dabei. Und dann sieht man auch so ein bisschen, ne? Nach 2 Jahren sind die fort und dann bleibt halt ein bisschen was zurück. Ich gehe nach dem Trupp, der die Möbel rausreißt, gehe ich dann rein und sammle dann im Prinzip noch die Funze aus der Wohnung, also eine Baseballkarte dabei aus den 70er, Kleergeld, Spielzeug, Murmeln, also das ist wirklich alles dabei, Besteck, alles was unter der Sockelleiste fällt, hinter der Schrankblende und so Geschichte. Mutterpässe habe ich schon gefunden, also wirklich alles. Ich sammle mein Leben lang schon so Militärzeug und als Kind im Panzerwald draußen nicht gewesen und Patronen eingesammelt und mit dem Soldaten rumgefuckert draußen für Mütze, Abzeichen und so. Das mache ich mein Leben lang und das ist halt so mein Hobby, mehr oder weniger. Der Vater war ein Soldat hier in Mannheim, die Mutterschaft bei der Armee. Bei der Armee ist man ständig am Zaun rumgefuckert und so und Getränkedosen durch den Zaun gekriegt und so. Da ist halt einfach mehr Verknüpfung gehabt, sage ich, wie in der Bundeswehr. Deswegen die Bundeswehr wäre für mich keine Option gewesen. Weil halt ständig Soldaten bei uns zu Hause waren. Dann im Geschäft hier habe ich das viel gesehen. Und da war das mal täglich Brot bei uns Soldaten, Uniform. Und da ist der grüne Virus eingefangen. Sehen, wie jetzt gerade hier alles abgebrochen ist und die Fetzen liegen überall rum und so. Also da ist schon echt Herzblut dabei, das ist schon Wahnsinn. Aber ist halt einfach so Teil der Geschichte. Ja, wir versuchen die Schafe einzufangen, damit wir leicht besser nach Franklin laufen können. Wir haben ja noch nicht so Erfahrung in Schafwanderung. Ja, guck mal, solange hier Futter ist. Ha,
Langsam, Vorsicht, Beton. Okay, okay, okay. Das ist das Auto, das ich geschnappt habe. Okay, angeleint ist es, gell? Charlie soll vorlaufen. Charlie läuft vor. So. Die Kleinen, guck mal, die sind noch nie an der Leine gelaufen, oder? Alle da, komm. Jetzt gehen wir hier hoch. Fein. Ja. Die Zunge. Kam einer vorbei, der hat Spinte gesucht, so Kleiderspinte. Und wir haben in einem Gebäude noch welche gefunden. Und der hat dann von seinen Schafen berichtet. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, er kann die Schränke haben, aber nur im Tausch gegen ein paar Schafe. Soll ich vorne nehmen? Nee, ja. Keinen Schiss haben. Guck mal hier, wir sind da. Hier ist Frankie. Früher waren hier die amerikanischen Soldaten und jetzt sind hier halt die arabischen Flüchtlinge. Es ist schon ein bisschen komisch, aber es ist halt die Realität. Früher war das hier eine Bank gewesen und ja, wir haben halt viel improvisieren müssen, komplett auf dem Gelände und haben das dann halt so eingerichtet für die Flüchtlinge. Wir sind bei ca. 800 Personen und haben jetzt halt einen Zugangsstopp. Und jetzt werden halt nach und nach die Leute verlegt und wir lassen es halt jetzt hier leer laufen. Also hier ist unser Infopoint für die Flüchtlinge. Hier werden tagtäglich die ganzen Transfers aufgehangen. Wie gesagt, zurzeit gehen etwa 70 Personen jeden Tag von hier in die Kommunen. Und hier wird auch generell alles andere wie Taschengeld, andere Termine, GU, Röntgentermine werden hier ausgehangen für die Flüchtlinge. Und hier ist so der Punkt, wo sich die ganzen Flüchtlinge treffen und ihre Informationen einholen.
Fragen, mit denen wir täglich konfrontiert sind, haben sich eigentlich immer mit der Zeit geändert. Am Anfang war es wirklich, wann werden wir registriert, wann geben wir Fingerabdrücke ab. Dann wollten alle wissen, wann kommen die Gesundheitsuntersuchungen, wann kommen die Röntgenuntersuchungen. Und jetzt im Moment ist es wirklich nur noch, wann kommt mein Transfer, wann sind wir endlich weg. Sehne. Okay. Wie geht's, Abi? Elmas, hallo? Selam aleyküm, Mama. Afghan? Afghan. Afghan? Okay. Baba hier? Baba? Tamam. Şerde. Tamam, okay. Şükran, Mama. Evet. Mama? Nerede? Die, wo hierher kommen, die haben mir schon alles in Kauf genommen. Die nehmen wirklich alles in Kauf, wenn die hierher kommen und fest entschlossen, das zu machen, hierher zu kommen und hier auch dann ihre Träume zu verwirklichen. Und man kann es auch verstehen. Also ich verstehe das. Es ist so. Wenn die Träume nicht zu denen kommen, dann kommen die zu den Träumen. Wie heißt du? Ja? Lusina. Sprichst du Deutsch? Woher kommst du? Syrien? Afghan? Oh, mashallah. Afghan? Und Hibbu? Arab? Arabik? Nere? Syrien? Arabik. Maşallah. Man muss sagen, Deutschland hat das halt richtig krass gemacht. Die haben das richtig gut gemacht. Also, was da in diesem letzten Jahr passiert ist, erstaunt mich immer noch. Erstaunt mich richtig.
Hier liegt doch so ein bisschen Gestrüpp hier. Was hier vor dem Gebäude stand, werft das mit da rein in den Holzcontainer, da ist es weg. Zizek! Hallo, Zizek ist wo? Büro. Das ist der ganze Deckengipsputz aus 8 Gebäuden. Zizek? Komm mal bitte. Immer mit Kraft. Das ist ein guter Mann, Zizek. Meine Freund. Ja. Du auch. Du musst machen weg. Ich. Mit der Maschine. Für mich ist der Arbeiter der wichtigste Mann. Morgens gesund kommen, abends gesund heimgehen. Gut, ich muss gerade mal unterschreiben. Fertig? Nein. Gute Container kann ich nicht so nehmen. Und was willst du machen mit? Aufmachen und mit Bagger probieren. Kannst du mit? Wir haben probiert. Ja klar. So ein Ding dürft ihr nicht bringen. Ja. Und? Scheiße von euch. Ja, nee, ist so. Es ist ein großes Projekt, zu dem ich Sie alle, Sie natürlich als Herr Oberbürgermeister, aber auch die Stadt nur beglückwünschen kann. Dass Sie jetzt überhaupt handlungsfähig sind, lieber Dr. Kurz, darf ich Ihnen hier und dass Sie... Das sind jeweils nur einzeln die Hauptschlüssel zu den einzelnen Kasernen. Nicht? Also zunächst einmal reiche ich diese Last gleich mal weiter. Ja, das ist eine neue Form der Amtskette, genau. Das ist der erste offene Abend, die erste Factory, nachdem tatsächlich die Schlüssel übergeben wurden an die Stadt, nachdem der Kaufvertrag stattfand. Hier entsteht ein Stadtteil so groß wie die gesamte Mannheimer Innenstadt und das alles auf einmal. Der Schulweg über die Wasserbergstraße, wie der denn auch gesichert mit dem Bauverkehr stattfindet. Das sind die Spielregeln, die Sie vereinbart haben, öffentlich zugänglich. Können Sie Aussagen machen zu der Qualität der Böden? An welchen Stellen sind Anschlüsse geplant für den öffentlichen Nahverkehr? Das Thema Schulen und Kindergärten etc. Ich würde mal die Gründe interessieren, warum man jetzt so viele bestehende Gebäude auch abreißt. Die Vielfalt aus Beteiligung, Stadtentwicklung, großen Summen und dann immer wieder Weltpolitik pur plötzlich zwischendrin, hätte ich so nie erwartet. Ich finde es gelinde gesagt sehr anstrengend. Jeder Investor stöhnt erstmal, oh, wir sollen Bestandsgebäude erhalten. Ich habe es vorhin gesagt, wir würden gerne möglichst viele erhalten, weil es natürlich auch ein bisschen das amerikanische Erbe ist. Die normalen Investoren würden es am liebsten gern aus verständlichen Gründen glatt machen und das ist der Kompromiss. Mein Name ist Markus Hagedorn, ich bin Geschäftsführer der Ihr-Haus-Saale Massivbau und möchte Sie heute alle recht herzlich zum offiziellen Vertriebsstart und zum ersten Spatenstich hier in der Offizierssiedlung begrüßen. Das Besondere an diesem Standort ist für uns, dass wir einerseits die alten Häuser erhalten und andererseits aber Wohnraum für neue Menschen schaffen. Das heißt, maßvoll verdichten, einen Teil der alten Häuser abbrechen, aber dafür halt sehr viel mehr Wohnraum schaffen für halt Familien mit jungen Kindern. Verstaubt. Okay. Da ist nicht mehr viel. Ich hab auch noch ein bisschen. Warte mal, vielleicht kriege ich ja noch eine. Nee, kriege ich nicht eine. 20 Euro. Dann stelle mal deine auf die Seite. Ja. Und die kosten, da steht es 50 Euro. 50 Euro. Gut, die sind natürlich für Gebrauch, für Dom sind. Also, ich will ja nicht so nahe treten, aber nicht zum
von HG kriege ich einen 9 für 89. Ja, aber das ist eine andere Qualität. Ja, okay. Also, können Sie ruhig beim Konrad kaufen. Das ist mir gerade egal. Dann einen mitnehmen. Ja, und, genau. Und für außen hast du das auch. Aber überprüfen, gell? Die Anschlüsse überprüfen, ob das kompatibel ist. Ich glaube, wir sind genau auf der Halbzeit. Der eine Spielteil war Bürgerbeteiligung, Planung und Kauf. Zweiter Spielteil, es hat begonnen mit Verkauf, mit Abbau, mit Erschließung. Und wir stehen jetzt sozusagen in der zweiten Halbzeit davor, dass jetzt unmittelbar die ersten Akteure auf dem Feld kontinuierlich sind, die ersten Wohnungen in wenigen Wochen, Monaten bezogen werden. Und dann kommt der der Schlusssportteil des Spiels, dass aus der Summe aller Teile von Franklin ein in sich urbanes Ganzes wird, wo es richtig abgeht und die Leute Lust haben hinzugehen. Wir wollen natürlich hier schon das zu einem belebten kulturellen Ort machen und nicht nur die Dinge verkaufen. Man soll natürlich auch in die Kunst eintauchen können hier. Und ich möchte eigentlich, dass jeder Bürger Lust hat, hierher zu kommen, aus verschiedenen Interessensbereichen. Zu viele Gegenden in Europa, die so dramatisch diese Möglichkeit haben. Wir haben keinen Reset-Knopf. Wir können nicht sagen, ach, wir fangen nochmal neu an. Ich habe angefangen, wirklich morgens hierher gefahren, Tor auf, ich schneide Tor zu und dann war ich hier wirklich so am Legend-mäßig unterwegs. Keine Sau. Und jetzt so Stück für Stück kommt wieder Leben daraus.